Willkommen bei Das perfekte Zimmer. Diese Woche zu Gast in Köln. 2500 Euro Wochengewinn sind für den hoffnungsvollsten Nachwuchsheimwerker zu vergeben. 5 Kandidaten renovieren sich dafür gegenseitig 5 Zimmer an 5 aufeinanderfolgenden Tagen in ihren jeweiligen Wohnungen oder Häusern. Das Budget beträgt pro Renovierung 500 Euro. Und 2 Menschen entscheiden, wer am Ende gewinnt. Deutschlands Heimwerkerkönigin Sonja Kraus und YouTube-Star Wohnprinz Bastian. Sonja Kraus ist die Expertin dafür, wie Heimwerken richtig geht. Die Powerfrau hat in unzähligen Einsätzen bei SOS Do-It-Yourself selbst den eingefleischtesten Hobby-Heimwerkern gezeigt, wo der Hammer wirklich hängt. Und wie man Hammer und Bohrmaschine richtig benutzt. Unser zweiter Experte, Bastian, ist mittlerweile die Instanz, wenn es um Wohndekorationsfragen geht. 2012 wurde Bastian mit dem Next Award für den besten YouTube-Blog prämiert. Und mit über 5 Millionen Klicks ist er einer der meistgesehenen YouTube-Blogger Europas. Gestatten, seine Eminenz, Wohnprinz Basti. Ja, bei uns gibt es Punkte für Teamfähigkeit, Handwerk und Kreativität. Ich hoffe, das wird was. Ich bin echt gespannt. Also jetzt gerade bin ich ein bisschen am Zweifeln. Zurück zu Gastgeberin Sabrina. Ich sage sowieso, Menschen, die Katzen haben, sind von Grund auf gut. Guck mal, Landschaften sind ja schon da. Das Bild ist schon mal eine Landschaft. Okay, Landschaftshausstil. Ist wahrscheinlich die Bezeichnung vom Ex noch. Aber sie hat Mut zur Farbe. Findest du es so grausam, mein Schlafzimmer? Ein bisschen. Oder, Basti? Das Bett steht zwischen Tür und Fenster, das kann ich auch nicht empfehlen. Keine Tür im Rücken, stell das Bett an die große Wand, wo du Sicherheit hast. Ich hätte gerne so 1001 Nacht, rot gestrichen, viele Kissen, vielleicht irgendwas mit Gold drin. Und ein Himmelbett, das soll's auch noch geben. Ja, 1001 Nacht ist bei meinen Frauen auf meinem Blog das Thema Nummer 1. Orient. Maurische Themen, arabische Schriftzeichen, das bedeutet Gold, Silber, Opulenz. Also besonders gut, denke ich, kann ich dekorieren und Räume nach ihren Vorzügen in Szene setzen. Ah, sie ja, wird kompetent, sehr das, schön. Das ist unsere Bauleiterin. Mhm. Sie hat auch so was Strenges, so ein jawohl. Bisschen, ne? Da sagt man sich, Okay, wir resümieren. Julia möchte irgendwas mit Schwarz. Wobei Kerstin gerne Rot hätte, und zwar ganz viel. Jörg möchte die Möbel pimpen. Und Stefano möchte wahrscheinlich bei allem dabei sein. Das habt ihr schön zusammengefasst. Aber langsam. Hier kommt nochmal der Masterplan des Renovierteams. Die alten Möbel sollen mangels finanzieller Mittel restauriert werden. Das Bett soll mit einem Himmel und einer Husse verschönert werden. Die Schränke wollen die 4 mit Lack streichen und zusätzlich mit Tapeten bekleben. Außerdem soll das Bett auf die andere Seite. Und? Gefällt's dem Wohnprinzen? Ja, der Plan sieht nicht schlecht aus. Das Bett ist auf der richtigen Seite. Julia hat ihre schwarze Kommode, eine Betthusse, wo ich sehr gespannt bin. Wir haben einen schönen Betthimmel. In 10 Stunden? Mit einem Budget von 500 Euro? Entschuldigung, aber das wage ich echt zu bezweifeln. Nein, die kann doch sich wieder neue Katzen kaufen. So, ich muss jetzt Stefano helfen. Drück. Hast du das gehört, was sie gesagt was hat? Gesagt? Sie könnte ja neue Katzen kaufen. Boah. Am besten wäre natürlich, wenn sie erstmal auch noch eine weiße Wand einbauen und vielleicht nicht das ganze Schlafzimmer richtig. In einem Ton streichen. Ganz das genau. Das drückt dann nicht so. Richtig. Und bei roten Wänden ist es sowieso mal wichtig, dass du einen Ausgleich schaffst. Die rote Katastrophe hat Julia gerade verhindert. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil das hätte uns alle erschlagen. Vor allem Sabrina auch. Sie hat sich dann nicht wohlgefühlt. Deswegen kriegt Julia von mir einen Pluspunkt für die weiße Rettung. Es geht übrigens um Sabrinas Kommode. Gibt das denn einen Deko-Pluspunkt für Kerstin? Die Idee ist gut, aber die Tapete passt nicht dazu. Da würde ich was anderes nehmen, aber kein Schwarz. Irgendwas mit ja, Gold oder so. Was halt wieder so dieses orientalische. Diese orange Funzel? Ja, ich möchte, dass du dich endlich mal im anständigen Licht bewegst. Hör mal, die kannst du doch der Verkäuferin hier schenken. Ja, das, was Jörg mit der Tapete gut gemacht hat, hat er mit der Papierlampe wieder schlecht gemacht. Also die Reispapierlampe gehört, die kann er gleich mal schnell wieder zurückbringen. Die gehört nicht ins Orientzimmer. Dem Jörg auch die restliche Konkurrenz entsorgt hat, kann Julia weiter streichen. Hilft Kerstin jetzt eben Stefano. Wie ist denn die Kommode geworden, lieber Wohnprinz? Finde ich richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Also ich habe eher gedacht, so Stefano und Schwarz und Kommode könnte kritisch werden. Aber er hat es uns einfach wieder bewiesen. Pluspunkt. Auf Deutsch ein Überzug für das Kopfteil des Bettes. Korrekt, Basti?
Da hat Kerstin wirklich die Expertin rausgelassen, das muss ich mal so sagen. Lassen sich wunderbar aus Stoffresten günstig selbst machen. Wo kommen die jetzt? 50 mal 80? Hä? Aber was machst du denn noch nicht so? Guck mal, schon komplett ein Zentimeter fehlt da. Stefano wird eine Hussenphobie bekommen. Hättest du damit gerechnet, Basti? Ja, super. Da können sich auch einige Männer mal eine Scheibe von abschneiden von Stefano, weil er sich nicht davor wehrt und sagt, nee, das ist Frauensache, der macht das. Und wie man sieht, macht das doch gut. Und, gibt's dafür Pluspunkte? Von mir definitiv, ja klar. Organza, ja schön. Ist ein toller Stoff. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Organza. Ist einfach ein schönes, dekoratives Material. Er ist so schön leicht, lichtdurchlässig. Er fällt schön. Also da bin ich echt froh, dass Julia sich da jetzt durchsetzt, weil das endet in einer Katastrophe. Das wird dann nicht mehr 1001 Nacht, sondern 1001 Rotton. Guck mal, ist der nicht klasse? Nein, nein, ein Buddha gehört nicht in ein orientalisches Zimmer. Das lassen wir bitte sein. Stell den wieder weg. Das ist aber eine gute Idee, oder? Oh, das sieht schön aus. Guck mal. Die Idee ist gut. Ne? Definitiv. Ist vielleicht nicht von ewiger Haltbarkeit, aber vielleicht sind das ja auch... Sieht dekorativ aus. Es könnte natürlich... Gucken, ob das... Der Flieder ist doch eine schöne Symbolik, oder? Das hat sie doch genau richtig gemacht. Das Schlafzimmer, was vorher Flieder war, kriegt jetzt ein neues Gewand und der Flieder kriegt einfach ein neues Goldkleid. Perfekt. Hallo? Überraschung. Stefano, nein. Schön, herrlich. Und? Wie ist das Handwerk gelungen, Sonja? Die Wand sieht super aus. Ich entdecke keine Flecken mehr. Die Kommode, die haben sie super umgesetzt. Also Julia hat ihr Schwarz bekommen. Wir haben den Betthimmel, der einfach wirklich romantisch aussieht. Wichtig und richtig war es, das Bett umzupositionieren an die große Wand. Wir haben eine schöne Husse für das Bett. Das haben sie wirklich gut gemacht. Wirklich orientalisch. Jetzt sind unsere Experten dran. Beide vergeben Punkte von 0 bis 10. Los geht's mit Stefano. Stefano ist nämlich mein Tagessieger. Er kam rein, war ganz unscheinbar, so ein bisschen Mischmasch. Ist total planlos, hat von nichts eine Ahnung. Aber er hat doch alles getan, was er sollte. Er hat sich gut eingebracht. Für mich total unterhaltsam. Stefano bekommt von mir 6 Punkte. Ich gebe Stefano 9 Punkte. Bist du irre? Nur weil er sein Hemd ausgezogen hat? Naja, auch. Kerstin gebe ich 3 Punkte. Haarscharfer Sieger des ersten Tages ist also Jörg mit 16 Punkten. Ich freue mich total drauf. Ich bin so gespannt. Der ist so niedlich. Vor allem, dass wir dem Willi mal unter das Dach gucken können. Neugierig. Ja, ich auch.